Auf dem Maibaum der Gemeinde Bayerbach steht: Miteinander versetzt man ganze Berg und aufgeben, der man mir, nir. Und so war es auch am Tag der deutschen Einheit. 12 Jahre lang wurde zugunsten Mukoviszidose-Kranker in Altötting gewandert. Dann konnte es sich der Verein finanziell nicht mehr leisten und die Gemeinde Bayerbach sprang als Veranstalter ein. Es spenden auch viele Leute, die sagen, ach, nimm 5 Euro, wenn das tatsächlich 4 Euro macht oder ich gebe dir nur einen 10er oder so. Und das finde ich einfach gut. Dass man das auch bei uns im Bayern macht, das ist toll. Und ich freue mich so, dass alle Vereine zusammenhelfen und das machen. Nur so geht's. Etwa 8000 Menschen in Deutschland sind von der vererbbaren Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose betroffen. Bei der Benefizwanderung wurde Geld gesammelt, um weiter zu forschen, Operationen zu finanzieren und die Betroffenen finanziell zu unterstützen, wenn sie zum Beispiel nicht mehr arbeiten können. Also wir sind nicht geboren, man kann sie nicht später kriegen. Und es ist so, dass quasi im Verlauf des Lebens der Körper zuschleimt, vor allem die Lunge. Und man kann sich das so vorstellen, je mehr die Lunge zuschleimt, umso weniger Volumen für Luft. Und dann ersticken die Leute quasi und sterben. Irgendwann. Gewandert werden konnte auf einer 5 und einer 10 Kilometer langen Strecke zu beiden Seiten des Dorfes. Dafür mussten sich die Teilnehmer nur eine Startkarte für 2 Euro kaufen. Wobei jetzt 1 Euro direkt an die Stiftung geht und wir auch gesagt haben, mit dem anderen Euro decken wir unsere Unkosten und alles andere geht auch an die Stiftung. Auch vom Verkauf von Essen und Trinken, das geht alles in die Stiftung heute. Die Stiftung von Christiane Herzog, der Frau vom ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Wo die Benefizwanderung, an der sich übrigens auch immer Prominente wie zum Beispiel regionale Politiker beteiligen, im kommenden Jahr stattfinden wird, ist noch nicht klar. Bayerbach will sich in Zukunft schon einmal wieder daran beteiligen. Schließlich wird hier zusammengehalten.